Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr schon im Titel seht, geht es heute um die Titan. Ihr werdet im Hintergrund gleich ein Titan-Gameplay von mir sehen. Ich habe, glaube ich, insgesamt ein, zwei Titan-Gameplays generell gemacht, weil ich die Waffe eh nie spiele. Und wir machen uns jetzt mal kurz die Klasse, wie ich sie gespielt habe. Ich habe sie auf jeden Fall mit Iron Set gespielt, aber ich habe die normale Variante genommen, weil ich die Meisterkunst und die MK2 nicht so geil finde vom Iron Set her. Ich finde die am besten. Ich habe sie mit einem Magazinerweiterung gespielt, mit einem Vollmantel, mit Schnellziehen und mit Schaft. Ja, das war genau meine Klasse. Hier eben die Aufsätze und hier noch Stim, Kugelserweste und Gewandtheit. Ja, stimmt auf jeden Fall hier oben ab, wie gut ihr die Titanen findet. Von 1 bis 5, 5 ist wieder das Beste. Ich muss zugeben, die Waffe ist leider noch immer wirklich sehr, sehr stark. Habe ich auch gemerkt, wo ich sie gespielt habe. Sie ist auch im Nahkampf, sowohl natürlich auch auf Fernkampf, noch richtig gut. Wer das Game wirklich gezockt hat, ganz am Anfang vom Game, in den ersten 2-3 Wochen, der merkt auf jeden Fall einen Unterschied, dass sie nicht mehr so stark ist. Da war sie wirklich fast Two-Shot, die Waffe. Das war absolut krank. Die Waffe ist auf jeden Fall noch immer trotzdem zu stark, aber die Waffe fuckt einfach nicht mehr so hart ab in den Multiplayer-Gameplays, weil halt einfach ja, die Waffe fast keiner mehr spielt. Und die Leute eben nur mehr mit VMP oder so oder Mikro-MG rumlaufen. Ja Leute, ich weiß nicht, ob ich heute livestreamen werde. Ich will mal das einstellen, vielleicht heute schon mit Subs, dass ihr mich subben könnt auf Twitch. Ich weiß nicht, ob ich das heute einstellen werde. Ich werde auf jeden Fall aber was einstellen in OBS, dass ich da Neuigkeiten, irgendwas Neues reinmachen kann. Ich habe eine geile Animation auf YouTube gesehen. Vielleicht werde ich die irgendwie einbauen und das mit Stream-Elements einbauen, ein bisschen besser. Ja, und dann halt natürlich auch da noch, wenn das mit den Affiliate funktioniert hat mit Twitch, kann ich natürlich auch Kanalpunkte einbauen. Ja, ich kann zum Beispiel einfach einstellen, wenn ich zum Beispiel du einen Follow bei mir da lässt, dann bekommst du Kanalpunkte. Wenn du dann einfach schreibst ein bisschen, im Stream bleibst, bekommst du immer so Kanalpunkte und dann kannst du halt von den Kanalpunkten was einsetzen. Du kannst deine Nachricht hervorheben, du kannst irgendeinen Emote ändern oder irgendwie sowas. Du kannst, keine Ahnung, irgendwas halt machen und du kannst die sammeln und dann im Leaderboard irgendwie hochsteigen. Ich weiß nicht, ob ich das heute machen werde. Ich werde mal schauen, ob ich das hinbekomme. Dann gleich für morgen. Ich glaube, morgen werde ich wieder eine Abonnenten-Nuklear hochladen. Wie gesagt, wenn ihr keine Livestreams mehr verpassen wollt, dann schaut unbedingt auf Twitch vorbei. Links in der Videobeschreibung. Und wenn euch dieses Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, let's go mit dem Video. So, let's go. Jetzt kommt die Nuke. Mit Titan. Eins. Oh! Mein Gott. Oh, der spielt einer schon wieder Shotgun oder was? Ich wein. Hinter mir. Ich wein. Mates. Warum sage ich eigentlich so oft, ich wein? So ekelhaft, Alter, wie ich da einfach hier stehe und den Titan spiele. Ich hab keinen Hubschrauber, aber ich setze ihn. Hau raus. Oder? Ja, ich hab rausgehauen. Soll ich mal die Boah, die Titan ist gar nicht so leicht auf der Map. Oh mein Gott. Ey, will ich einfach keine Kills bekommen, nur Ekia. Also, gerade keine Nuke noch gemacht heute. Aber ich bin auch noch nicht lange am Stream, also. Nicht schlimm. Ja. Dann brauche ich öfters Drohne. Hast du Muni? Achso, da wer hat Muni? Furkan.
Ja, ich habe ihn gewallbankt. Okay, hab alle Green. Was könnt ihr Nuke werden eigentlich auf der Map? Oder auf, gegen die Gegner halt. Skrupellos. Oh mein Gott, ich habe auch nur EK gemacht auf Green. Wer ist denn da oben? Furkan. Du bist ja mehr wie tot. GG. Ist der oben? Nein. Er ist tot. Digga, du verlasst auch nicht die Green, ne? Das ist so geil. Green, green, green. Du bist zu populär. Hab ich, war. Oh shit, random. Oh mein Gott. Ich bin auch kurz vor New, glaube ich. Eins vor oder so. Oh, Digga. Ah, eins vor jetzt. Hab New, let's go. Wie stark auf die Titan auch ist. Ja, einer spielt RPG. Der Prophet, oder? Kann jemand Stellung gehen die letzten Sekunden? Ich bin noch auf Streak. Okay, danke. Digga, die bleiben sogar bei Full Streaks drin, die Gegner. Was ist das? Digga. Digga. Ja, die absolute Traumlobby. Ja, Respekt, dass die drin bleiben, wirklich. Nein. Wo ist es? Oh, ich hab's, oder? Hab ich's? Digga, was ist das? Wann mein Headset kommt? Ach, schade. Doch, machst du wohl. Doch, bleib drin, wenn's geht. Yeah. Eine Story, andere Stellung bald. Wo ist denn die nächste eigentlich? Ist die red? Green. Green. Okay, dann gehe ich green, dann gehe ich green rein. Nein, ich glaube, die ist green. Oh nein, ich hab's gesehen. Ich glaube, ich bin green drin. Ja. Ja, ich bin green drin. Spawn in Mitte, oder? Mitte von mir. 100 plus wäre noch nice. Nice. Ja, let's go, 100 plus. GG. Ist nur das Center noch ein Drone, oder? Was die beide gerade gemacht haben. Also, dass die beide halt. Ja, ja. Ja, let's go. Länger geht's hier nicht. Ich
Ich war fast tot. 104-4. Nice Runde.